Moin Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und heute geht's mal wieder weiter mit der Prinz Eugen. Und zwar mit Ausgabe 105. In Ausgabe 105 bekommen wir eine Messing-Edge-Teilplatte. Und Kunststoffteile für den ersten Bordkran. Also daraus wird dann wohl so ein Bordkran hergestellt. Aber das brauchen wir in dieser Ausgabe nicht. Wir haben ja in der letzten Ausgabe angefangen, den Rumpf zu bemalen. Ich habe dann schon mal ein bisschen weitergemacht, weil das ist ja eine langwierige Prozedur, gerade bei mir mit dem Pinsel. Und zwar habe ich, wie schon letztes Mal erwähnt, für das Rot habe ich Purpurrot genommen. Das haut zwar nicht ganz hin mit den Raltönen. Dann der schwarze Streifen ist klar, schwarz. Der ist ja schon hier dran. Ich kann das mal versuchen zu zeigen. Und das Grau. Da hat das Grau Nummer, muss noch mal eine kleine Hilfe holen. Grau Matt Nummer 57 entspricht dem Ralton, der gefordert ist. Also wie gesagt, das ist schon fertig. Jetzt fehlt eben nur noch für diese Ausgabe ein Teil des Tarnanstriches. Das heißt, im hinteren und im vorderen Bereich kommt ja noch eine dunkelgrauere Farbe ran. Und dafür nehmen wir hier das Panzergrau. Das entspricht dem Ralton, der gefordert ist in der Ausgabe. Und zwar hier nennt sich das Graphitgrau RAL 7024. Und das entspricht dem Panzergrau Nummer 78. Also das werden wir diese Ausgabe machen. Erstmal klebe ich dann, wird das ausgemessen, der Bereich. Die Maße entnehmen wir der Bauanleitung. Und dann wird das mit so einem Abklebeband dann abgeklebt und angemalt. Abgeklebt ist das Ganze nun. Nun will ich mal gucken, ob das dann auch funktioniert hier über die MES-Schleife, ob mir da dann auch keine Farbe hinterläuft. Na gut, vielleicht muss ich hinterher noch was ausbessern. Also wie gesagt, jetzt wird dann hier der Tarnstreifen Panzergrau angemalt. So, Maskierband entfernt, fertig angemahlen und ich würde sagen, das Ergebnis sieht ganz gut aus. Mir gefällt's. Hier nochmal vorne. Drehen wir das Ganze nochmal, dass wir das auch nochmal von der anderen Seite sehen. So sieht die Prinz Eugen dann nun nach 105 Ausgaben aus. Das Einzige, was noch fehlt, ist dieses Messingteil, was hier vorne oben rauf kommt. Das werde ich dann beim nächsten Mal mitmachen. Das war es dann mal wieder. Die Ausgabe 105 ist sozusagen geschafft.
Das Bemalen hat natürlich eine ganze Weile gedauert, weil man natürlich immer warten muss, bis die Farbe ordentlich trocken ist, bevor man mit der nächsten anfängt. Und es kamen auch immer mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Schichten rauf, bis dann die Deckung erreicht wurde, die ich gerne haben wollte. Also wie gesagt, Bauabschnitt 105 ist somit fertig. Und ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.